So, jetzt sind wir. Gut, neue Aufnahmesession, meine Freunde. Und es wird immer heißer in meinem Zimmer. Es sind jetzt Moment, wird vergangen nicht. 3 Stunden, als die letzte Aufnahmesession war, als ich das unterbrochen habe. Und es wird immer noch verdammt wärmer. Jetzt haben wir, glaube Verzieh ich, dich, du kannst mich mal. nur kurz vor 5 Uhr abends. Und es wird immer Bin ich noch kaputt? wärmer. Oh, da ist ein Rüstungsschmied. Das geht so Wollen wir mal nicht. vorbeischauen? Meine Güte, was für ein Wo ist denn da die Tür? Gerichtet. Erstklassige Schwerter. Boah, ist das heiß, ey. Okay, dann zeig mal deine Schwerter. Zeig Was? mal, was du anzubieten Der hast. Rüstungsschmied. Da hat er nämlich die falsche. Schatzkarte. Edwin Grill aus dritte Karte. Hexerausrüstung. Was ist denn das? Stark verblichene Notizen vom He zum Hexer Elgar. Gönne ich mir mal, aber wie ich es mir gönne. Schema, das ist die Axi, das sind die mit. Könnte ich mir alle gönnen, weißt du? Aber. Egal. Das, wo ich brauche, hat er wahrscheinlich nicht, oder? Bernstein. Ah, da ist er. Kostet ein bisschen viel, aber es ist es mir wert. Schwefel gönne ich mir auch mal. Ich glaube, dies brauche ich auch. Was ist denn das? Elfenspeed-Werkzeug. Ob ich das brauche? Fünfte Essenz. Weiß nicht, ob ich es brauche. Die hebe ich mal auf, nicht dass wir die zum Verbessern benutzen für die mittleren, also für die normalen. Weiß ich nämlich nicht. Ich kann mir mal eine kleine kaufen. Und zwar die Igni. Dann ziehen wir es ja dann. Okay. Verbesserte Greifenhandschuhe. Ich weiß gar nicht, welchen wir nehmen. Also die Bären will ich eigentlich nicht. Am liebsten wenn man eigentlich die Katzen oder die Greifen. Was hat, weil das Angriffskraft dabei. Katzenhandschuhe. Level 17 sind wir ja gleich, da kann ich mir eigentlich die gleich holen. Ne? Gönne ich mir jetzt gleich mal. Katzenhose. Gönne ich mir auch. Oberkörperkatzenrüstung. Genau, ich brauche jetzt unbedingt ein Hemd. Oh, gut, der ist da. Gut. Gönne ich mir das auch. Katzenstiefel. Gönne ich mir das. Verbesserung, was ist denn eine Verbesserung? Ah. Nee, die. Also für eine kleine brauchen wir die nicht. Ich hätte mir vielleicht noch eine. Ah. Gut. Aber trotzdem hebe ich es mal auf. Jetzt haben wir ein bisschen Geld rausgeschmissen, aber es war es wert. Es war es auf jeden Fall wert. Okay. Gehen wir mal wieder. Bis dann. Okay. Boah. Es ist heiß hier Gefummelt drin. wird nicht. Warte mal, mein Stuhl. So. Unser Quest, Graf Sheva. Rolfens Schatz. Nichts als Kehricht. Wie wär's mit dem Bordell heute Abend? Okay.
Wie gesagt, wir sind ja gleich Level Up. Wir brauchen 117 Erfahrungspunkte noch. Stufe 17 ist noch nichts frei, oder? Nee, da müsste ich. Wer ist dann perfekt auf den hier ausgelegt? Dann wird der auf Stufe 3 gemacht, dann ist das ist fertig und das ist dann Angriff am nächsten Level. Okay. Ja, ich laber schon wieder so viel. Wirkt einen temporären Effekt der Intensität eines zufällig ausgewählten Zeichens in Abend- und Morgendämmerung erhöht. Hält länger als andere Mutagen-Absurde. 5760 Sekunden. Da mir eigentlich. Gönn ich mir? Das gönne ich mir volle Knecke. Tränke. Oh, verbesserter Schneesturm. Immer wenn du ein Gegner. Genau. Okay. Das ist immer noch der Köter, oder? Köter. Boah. Überlegendes Vampiröl. Jetzt müsste doch eigentlich mein Ding gestiegen sein, oder? Vergiftung auf 214. Ich glaube, die war gleich. Ah, wie dem auch sei. Du hast einen neuen Quest-Gegenstand erhalten. Bereite ihn auf dem Einzelfall, indem du das Inventar an der richtigen Stelle platzierst und schnell. Nur weiß ich nicht, für was der überhaupt sein soll. Der Shirt. Köder. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. Fußspuren. Silber. Machen wir ein bisschen Licht hier an. Ah, gut, eine Truhe ist da, die kann man aber nicht aufmachen, weil geht doch gar nicht. Die ist ja genau unter dem Treppenanlauf. Boah. Ah, die haben wir fast vergessen. Also nicht die Kerze. Da hinten war die Bombe. Geralt? was machst du da? So. Das haben wir eh schon gelesen. Und wir haben neuen Schatzsuche. Das sind die zwei. Das ist die Verbesserung der Greifenausschulung. Pflege dann so da. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. In Liebe eher. Das ist ja wahrscheinlich. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Silberzylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Okay. Löse das Rätsel aus der mysteriösen Notiz. Machen wir ein bisschen Licht hier an. Ah, da haben wir ja. Flasche in Fach 1251. 1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Sehr befriedigt. Alles klar, Quest aktualisiert. Wir machen alles an, was angeht. Langsam ist es recht aushaltbar, diese Hitze. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein.
Entschuldigung, musste kurz husten. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe, unterschrieben von einem gewissen Kalkstein, Zucker und Klumpen von einer Substanz, die in Wyvernöl getränkt ist. Kalium? Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Wyvernöl. Ein Fleck. Wyvernöl. Dudu! Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Das ist bestimmt der Sigi, oder? Dijkstra. Ah. Und Triss? Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Kaleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wiederkriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Danke. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Koffer haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht? Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Mit anderen Worten, du benutzt uns.
Benutzen? Nicht doch. Ich mach nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Hm. Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Kurze Frage. Wen findet ihr hübscher? Egal wen, Jen oder Triss. Ja, komm. Beide sind Zauberinnen. Die eine mehr auf Dunkelart, die andere ist ein bisschen heller. Gut und böse kann man fast schon sagen. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Gutherzig und hinterhältig? Nein, so kann man es nicht nennen. Und da ist ein Ausrufezeichen. Da gehen wir. Hey. Alter. Idioten. Ohne Hure. Verdammte Bastarde. Alle miteinander. Komm, dieser. Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen, Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skelligern. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns, wirf die Rabauken raus. Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Es ist das Gesicht, von der kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist nicht eine gut, eine mal sehen, Person, was ich tun kann. Nachempfunden. Wirklich? Wie. Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. Ich weiß nicht, ob das... Jetzt aber raus hier. Ja, super, der Gerard. Super hast du es gemacht, echt. Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken? Sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Was? Frisst du mich auf, oder was? Oh! Ich gehe nirgends hin, nur ihr. Wenn nicht, schlage ich euch bewusstlos und trage euch raus. Du drohst mir? Mir? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ein Fettsack. Raumund von Farel. Nie von dir gehört. Verdammte Festlandratten. Hey da, Jungs, kommt mal her. Dieses Würstchen hätte gern ein paar Maulschellen. Ihr stinkt nach Feigling. Ich darf die nicht umbringen. Angriff! Das beim Blocken habe ich nie so. Ich hasse Schlägereien. Ihr stinkt nach Feigling. Alter, block halt. Tod gegen Tod. Bam. Na schön, es reicht. Bei Freyas Titten, das hat mich aber ernüchtert. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. Also ich hätte sie einfach umbracht. Die Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht?
Richtig. Ja, Freund. Raus, ihr Fettsäcke, Alter. Hopp, beweg deinen Arsch. Sonst schieb ich dann. Sonst helfe ich dir, Mensch. Sonst helfe ich dir noch, Alter. Richtig anal. Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Behaltet es. Ihr braucht es dringender als ich. Oh, danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Mir reicht Erfahrungspunkte. Ich will kein Geld. Bin ich Level up? Nein. Da fehlen noch ein bisschen. Hallo? Oh, falsche Taste. Hauptquest. Die Button von Novigrad. Sprich mit Tucker. Hexeraufträge. Okay, die sind nicht so stark. Verbesserung für die Greifenschulenausrüstung. Ich mach mich die Nässe nicht krank. Ich fühle mich sicherer, wenn du bei mir bist. Sieht nach Regen aus. Dein Ernst? Regen? Wirklich? Geralt? Im Regen kostet's das Doppelte. Ich glaube, ich habe mich bedroht. Scheißregen. Erspei halt, nein. Soll ich jetzt darauf klettern, oder was? Achso. Wir haben noch nicht Mitternacht. Jetzt haben wir Mitternacht. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten? Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn? Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum. Aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf! Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Tja, du bist schon rot. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Okay. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln.
Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri. Das Baum, Alter. Sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Und wie kommt die dann wieder raus? Bringt mich dann alle um oder... Dann hätten wir uns gleich durchkämpfen können. Novigrad, Hafenviertel. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt in Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Vielleicht solltet ihr sie eher lösen. Ihr könntet was Interessantes erfahren. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Versteck von Philippa Eilhardt. Dafür wirst du büßen, du! Halt die Schnauze, rothaarige Hure! Und du, spuck's aus! Wo ist Eilhardt? Rede nicht so mit ihr. Warum nicht? Ist die etwa keine Hure? Vielleicht, aber fürs Erste ist sie meine Hure und ich sage, dass du sie nicht beleidigst. Komisch, dass dir das wichtig ist, aber gut. Also, zurück zu Philippa. Rede. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich rede nur mit Menge. Menge redet nicht mit deinesgleichen. Dann grüß ihn von mir und sag, dass ich hier war, mit meiner Freundin Merigold. Gut. Nimm sie und folge mir auf dem Fuß. Keine falschen Tricks. Wie sie vulgären Vollidioten. Gut, das ist ein Feuerfass. Und nicht nur eins. Hier trennen sich unsere Wege. Geh zur Menge. Merigold ist nebenan. Ihr kriegt sie nicht, bevor ich... Du hast hier nichts zu melden. Dirk, du weißt, was zu tun ist. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Du nicht und er auch nicht. Spielst die Harte, hm? Warte nur. In 1 bis 3 Fingernägeln plauderst du. Ich hab damals die 3 und die 2 gleich mal gemacht. Gut, nehmt sie. Ich will sowieso nicht, dass sie die Verhandlungen stört. Aber Finger weg von ihr. Wieso? Tut die Schlampe dir leid? Sie könnte mir nicht gleichgültiger sein. Aber wenn Menge mir nicht gibt, was ich will, biete ich sie jemand anderem an. Ihr habt die Ware nicht zu beschädigen. Was für ein Geschäftssinn. Du wärst eine tolle Puffmutter. Keine Sorge, Menge wird dir Geld geben. Und Merigold wird bekommen, was sie verdient. Macht, was ihr wollt. Na los, Hexe.
Ich zeig dir, welche Wunder eine Kneifzange wirken kann. Wirst staunen. Mal schauen, was da passiert. Ich befahl doch, niemanden reinzulassen. Jemanden mit Informationen über Philippa Eilhart ausgenommen. Dieser Hexer sagt, er hätte welche. Das kann jeder sagen. Wir fangen mit dem kleinen Finger an. Nein, mit dem Daumen. Das ist der Daumen. Oh. Aber es kann uns nicht jeder Triss Merigold bringen. Ist sie das, die ich da höre? Sehr schön. Ich gehe gleich zu ihr. Aber zuerst reden wir. Setz dich. Mal schauen, was das passiert. Ich habe damals was anderes gemacht, aber na komm, ist ein Spiel. Trink doch was, Hexer. Aus Cidaris. Jahrgang 1261, das Jahr des Massakers von Sintra. Nichts appellen. Der schüttelt die Pflaumen. Oh, aufhören! Kurt, sieh bitte nach, warum Fräulein Merigold so überzeugend winselt. Sie braucht wohl was. Heiße Eisen vielleicht. Wo wir von Metall reden. Der Kelch ist aus Silber. Du wolltest prüfen, ob ich kein Doppler bin. Oh, man erkennt den Fachmann doch sofort. Wie erfrischend. Um deine Frage zu beantworten, man kann nie vorsichtig genug sein. Du würdest staunen, wie viele schon zu ranzigem Schleim wurden, die ihn in die Hand genommen haben. Ich habe ein Silberschwert auf dem Rücken. Reicht das nicht? Das beweist gar nichts. Körper von Dopplern können jede Erscheinungsform annehmen, auch die von Silber. Natürlich ohne dessen nützliche Eigenschaften. Du bist ja ein echter Doppler-Experte. Ich dachte, gerade Hexer wüssten besonders gut, dass man seinen Feind kennen sollte. Der sammelt sie alle auf. Er trägt sie nach Haus. Ich flipp gleich aus. Reden wir jetzt vom Geschäft. Ich zahle dir die doppelte Belohnung für Merigold. Sehr großzügig. Warum? Nun, du lieferst deine Geliebte aus. Das muss wirklich furchtbar sein. Du verdienst eine Wiedergutmachung. Was passiert, wenn man sie jetzt nicht freilässt? Man hätte vorher speichern sollen. Für Gold machen Hexer alles. Alter, du bist ja voll kalt, Alter. Ich weiß nicht, wovon du redest. Triss hat mich zuerst verraten. Gut, dass ich habe den zweiten Teil immer noch nicht durchgezockt. Ey, das ist, ich habe damals nur gezockt auf der 360, aber die habe ich ja nicht mehr. Ich glaube, ich spiele es dann nochmal durch. Aus Speedrun-mäßig mal. Nur ohne Let's Play halt. Mal so privat. Keine Ahnung, wovon du redest. Du unterschätzt mich. Sieh mal, ich weiß alles über Merigold. Ihre Talente, ihre Ängste, mit wem sie sich gestritten hat, wen sie vögelt und von wem sie sich ficken lässt. Ich hab mir gleich gedacht, dass das eine Provokation ist. Deine stümperhafte Lüge hat mich nur bestätigt. Wache! Hierher! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Oh!
So, Menge ist tot. Nur. Na, wie lange soll ich noch warten? Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Ich will ihn lebendig. Lebendig. Schneller. Jo, das war jetzt halt ein richtiger. Ich muss erst mit Driss reden, es tut mir leid. Das müssen alle gewesen sein. Es war knapp. Was ist passiert? Ich dachte, Menge hätte den Köder geschluckt. Nein, hat er nicht. Er hat den Bluff sofort durchschaut. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Alter. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Nun? Caleb, ich habe neue Anweisungen für zur nächsten Exekution. Wenn du bereit für ein Treffen bist, lege deine heiligen Folianten in den Kasten. In der Säule des Altars des ewigen Feuers im Südwesten der Scherben. Wir treffen uns am gewohnten Ort. Sag niemanden, wohin du gehst. Und komm allein. Verbrenne diesen Brief, wenn du ihn gelesen hast. Yemulek. Als der Dudu-Brief gewesen, Menges heiliger Foliant. Naja. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist das? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen. Aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Schlüssel zu einem Gewölbe? Ohne Adresse? Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Scherben uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne, aber nicht durch den Haupteingang. Nun? Alter, warum redet der nicht mit dir ganz über das da? Und er hat die Hand, boah. Oh, da lebt noch einer. Falsches Schwert. Was war das denn? Ist er mir jetzt aufgehoben? Kann für eine ordentliche Summe in Hände verkauft haben. Oder halt. Oh, da gibt es mehrere solche Dinge. So, wo geht's nach draußen?
in die Ding. Was gibt es hier so Schönes? Nun? Schau mir nicht zu, ich masturbiere, geh weg. Hier könnte man glauben. Nee, da geht's nicht weiter. Dort geht es nicht weiter. Vielleicht übers Dach? Okay, übers Dach auch nicht. Vielleicht gibt es ein Fenster oder so. Eine Geheimtür. Ah, ja. Genau. War ja klar. Huch. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja. Und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Kommt die nicht? Ja, wir müssen den hier machen. Hey, was ist denn das? Du da! Herr Reuven will dich sprechen! Ungeduldiger alter Bastard. Hm? Nichts. Gehen wir. Kommt gleich so ein Spion von denen. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Tja, würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor? Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Das war alles? Keine ironischen Bemerkungen? Keine fulminanten Witze? Du willst einen Schenkelklopfer? Gut, ich erzähl dir einen. Bereit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Wie hast du das herausgefunden? Ich bin derjenige, der hier die Fragen stellt. Falsch. Das war eine Aussage. Wirklich, Dijkstra? Die harter Burschennummer zieht bei mir nicht. Wir sind beide erwachsen. Benehmen wir uns auch so. Geralt, ich sollte dich hängen lassen. Aber ich mag dich, alter Hund. Ich mag dich auch, du Graf ohne Grafschaft. Nun, da wir unsere Gefühle offenbart haben, wie hast du es herausgefunden? Hatte von Anfang an so ein Gefühl. Du hast nicht um deine Belohnung gefeilscht. Und dann hörte ich von meinen Informanten, dass Markgraf Henkel und Rittersporn ein kleines Stelldichein hatten. Ich brauchte nur eins und eins zusammenzuzählen. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer.
Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Ich begleiche nur eine Schuld. Das tue ich Alter, ich verrecke langsam. Auch bei Lügner. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr. So, wenn ich jetzt noch weiter aufnehme, kann hier gleich ein geschmolzener Scheiß aufkommentieren. Weißt du Bescheid? Nicht scherze. Ja, stimmt. Wir können das hier anziehen. Alter, die schaut mal geil aus. Schaut die mal geil aus oder schaut die mal fresh aus? Schon ein Unterschied. Er ist die leichte, ne? Ja. Aber Resistenz ist gut. 20 Elementarresistenz und Resistenz gegen Monster, Ausschlitz, Durchbohrung, Resistenz und 5% Angriffskraft. Das mal 4 sind dann 20. Boah. Das ist eigentlich eine verdammt gute Ausrüstung. Und 5000 Vitalität hat man dann auch noch. Oh, okay. Kann man auch größer machen. Knie. Hau mal Knie rein. Hat halt nicht so viel Sockel, was eine leichte ist. Ich weiß nicht, ob es davon abhängt oder vom Schmied. Ich denke mal, weil es... Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Auf jeden Fall können wir wieder zum Schmied laufen. Rose der Erinnerung. Ich schätze mal, die können wir da Triss geben. Setze den Hexensinn an, um den toten Briefkasten zu finden. Platziere dort deinen heiligen Folianten, um anzuzeigen, dass du den Spion treffen willst. Alles klärchen, Impropersien. Was? Aber bevor wir das machen, habe ich mal Lust, wieder zu Triss zu schauen. Boah, das ist immer noch der gleiche Quest. Gut. Doch, das müsste bei Nebenquest dabei sein. Wahrheit steht in den Sternen. Ja, ganz bestimmt. Kann man... Ist da kein Auftrag, wo man die Triss treffen kann? Oder es gibt halt keinen Auftrag gerade. Würde mich aber interessieren, wo die mal ist. Ich glaube, die wohnt hier, glaube ich, irgendwo, oder? Händler? Was ist denn das für ein Lager eigentlich? Ist es die schnickende Hexe oder Hexe? Hecke? Ja, keine Ahnung. Da habe ich auch noch ein Fragezeichen. Ey, was ist denn heute los? Boah, schon wieder 3,5 Stunden. Wir speichern jetzt erstmal. Oh Mann, ich muss mal ein paar Speicherplätze schlöschen. Da werde ich immer auf 9 gehen. Scheuklappen. Okay. Was wollte ich denn jetzt nachschauen? Haben wir da irgendwas Neues? Fehlanzeige. Fehlanzeige. Was? Warte mal, kleines... Kann ich doch jetzt eigentlich die drei zusammen ficken, fusionieren? Na doch. Und was fehlt mir da noch? Immer die scheißweise Möwe. Brauche ich wieder diese drei Dinger, wenn ich die mal finden würde. Ist eigentlich immer nur die
Ja, da fehlen uns ein paar Dinge noch. Aber sonst eigentlich meistens nur die Möwe. Müssen jetzt 25 oder 30 sein, glaube ich, oder? 28, dann sind es wahrscheinlich 40, ja, 40, genau. Weil es ein großes ist. Ruf die Wache! Warum löscht es denn niemand? Ihr Leute, was ist denn mit euch? Ich verpiss mich da schon mal. Dadum. 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 Dadadum. Dadum. Dadum. Jetzt werden wir ein bisschen speichern. Ah, ich freue mich, ich mache jetzt eine Aufnahmepause wieder. Oh, ich kann im Sommer immer nur an einem Tag eins oder zwei Parts machen, oder mit Pausen. Ah, das ist so krass. Ich würde schlimmer, als wäre ich Fußball spielen da draußen. Ah ja, apropos letzte Geschichte, wo ich erzählt habe, wegen das Wochenende. Ach, das war bei GTA. Das war ja bei GTA. Naja, egal. War letztes Mal am Chiemsee. War auch geil, Alter. Zu Tode geschwitzt. Sieh dich vor der Gosse vor. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part, liebe Freunde. Jo, macht's gut. Haut rein.